Die Fronten werden härter und angesichts der Krise gerade und der vielen Herausforderungen können wir uns da in unserem Land so viel Reichtum und so viel Ungleichheit überhaupt noch leisten? Oder sind wir umgekehrt schon in einem regelrechten Umverteilungswahn, der dem Land immer mehr schadet? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Triangle of Sadness, neuer Film, hat viel Lob bekommen und die Goldene Palme auch in Cannes. Ich habe mir auch angetan und naja, also er hat schon so seine Momente, aber der eigentliche Grund, warum man den Film ja sogar bezeichnet hat als die perfekte Komödie für unsere Zeit, das ist wahrscheinlich eher der, dass er sich über eine der wenigen Minderheiten lustig macht, über die man sich heutzutage noch lustig machen darf, nämlich über Reiche. Die Reichen, die sind sowieso das Letzte, denen geht es sowieso noch viel zu gut und die müsste man wieder mal richtig schröpfen. Spätestens jetzt, wo wir ja in einer schlimmen Krise auch sind, wo es vielen Menschen noch viel schlechter geht, als es ihnen sowieso schon geht. Und gleichzeitig steht die Menschheit aber auch vor großen, teuren Herausforderungen, zum Beispiel dem Klimawandel, sodass jetzt eben viele zu dem Schluss kommen, wir sind an einem Punkt, wo wir die Ungleichheit radikal abschaffen müssen. Wir können uns die Reichen nicht mehr leisten, so wie das Professor Andrew Sayer hier schreibt. Und das ist kein Einzelfall. Wir haben eine Flut von einflussreichen Autoren und Publikationen, die durch die Bank wieder entweder das Ende des Kapitalismus fordern oder die einen neuen Sozialismus fordern und in jedem Fall großflächig eben Umverteilung. Und hier in der Zeit, da sind es wenigstens nur die Milliardäre, die wir uns nicht mal leisten können. Aber hier bei Professor Christian Neuhäuser, da liegt das Monatseinkommen, bei dem man jetzt die Obergrenze einziehen sollte, bei 4.200 Euro, weil es ab da gesellschaftsschädlich sei. Aha, hoppla, jetzt betrifft es nämlich auch Sie. In meinem Video vor 2 Wochen, da bin ich eingegangen auf große Umverteilungstrends, jetzt nicht unbedingt nur von staatlicher Seite und auf Wunsch von ein paar Zuschauern, dann aber auch heute jetzt zu dem staatlichen Aspekt zum Umverteilungswahn. Und damit willkommen bei Zukunftsmärkte, dem Kanal der Schönen und Reichen, beziehungsweise schön sind wir alle schon, reich werden wir auch noch. Aber natürlich nur als Abonnenten dieses Kanals, ist klar, versteht sich von selbst. Und dabei dann auch bitte die Glocke drücken, damit Sie auch sehen können in Zukunft, wenn neue Videos da sind und was für Videos da sind, damit zumindest ich schon mal reich werde. Bei Ihnen kommt es dann später. Aber vielen Dank schon mal natürlich dafür. Ich fange da an, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. In Deutschland, da tragen 10% der Einkommensteuerpflichtigen inzwischen 56% der kompletten Einkommensteuer. Und die untere Hälfte, die 50% mit den niedrigen Einkommen, die trägt zu den Einkommensteuereinnahmen nur noch 6% bei. Und dazu kommen dann aber noch so Dinge natürlich wie Abgeltungssteuer, Körperschaftssteuer, Erbschaftssteuer. Das ist auch was, das eher die Wohlhabenden zahlen. Soll heißen, der allergrößte Teil der Bevölkerung, das sind eigentlich Nutznießer des Systems, wenn jetzt auch nicht unbedingt freiwillig, aber sie kriegen eben trotzdem mehr raus, als sie reinzahlen und leben im Prinzip auf Kosten der Wohlhabenderen. Und trotzdem sind 75% der Bevölkerung der Meinung, der Staat soll noch stärker jetzt auch auf das Vermögen der Reichen zugreifen. Und inzwischen gehen die Leute ja auch entsprechend wieder auf die Straße, so wie hier in Kiel. 200 Demonstrierende wollen die Reichen zur Kasse bitten. Uns ist uns ja sowieso ein heißer Herbst angekündigt worden, diesbezüglich sowohl von links als auch von rechts, was fatal erinnert an den Streik in Berlin von 1932, der ja gemeinsam organisiert worden ist von Walter Ulbricht und von Josef Goebbels. Und hier ein wunderbares Stimmungsbild auf T-Online von einer dieser Veranstaltungen in Leipzig, wo auch sonst. Und ich zitiere: Gefordert wurden während des Umzugs unter anderem,
kostenloser Nahverkehr, höhere Löhne und Renten, mehr BAföG, niedrigere Mieten, Inflationsausgleich, eine rote Wende, Eat the Rich, 1000 Milliarden Euro, Entschuldigung, 100 Milliarden Euro für Bildung und Gesundheit, brecht die Macht der Banken und Konzerne, sowie alles für alle und zwar umsonst. Und dann auch noch entsprechende Stimmen aus dem Volke. Eigentlich muss doch alles enteignet werden, ob es die Krankenhäuser sind, das Gas oder der Strom und so weiter. Oder es kann doch nicht sein, dass es immer heißt, wir haben kein Geld. Wir haben Geld, es muss nur umverteilt werden. Und dann zusätzlich natürlich noch die üblichen bekannten Putin-Sprüche. Und ich bin nicht immer ein Freund der Bundesregierung hier, aber manchmal muss schon auch daran erinnert werden, so ein bisschen, dass Wladimir Putin die Ukraine angegriffen hat und nicht Robert Habeck. Und ich bin durchaus auch dafür, dass man mit Putin redet. Man könnte ihm ja zum Beispiel anbieten, wenn er aus der Ukraine abzieht, dann bekommt er Sachsen und alle wären zufrieden. Und dann kann er da auch wieder dann in Sachsen auch mal wieder gemütlich einen Radeberger trinken. Aber gerade auch was Enteignungen betrifft, da ist man ja auch wieder ganz schön schnell dabei inzwischen. Kevin Kühnert, der Mann, der heute SPD-Generalsekretär ist, der wollte vor ein paar Jahren ja noch BMW enteignen. Kein Mensch weiß eigentlich warum. Er hat aber zumindest gesagt, naja, Profite können nicht demokratisch verteilt werden, wenn der Betrieb kapitalistische Eigentümer hat. Und dann hat er außerdem noch gesagt, es ist zum Beispiel kein legitimes Geschäftsmodell, wenn man mit dem Wohnraum anderer Menschen seinen Lebensunterhalt bestreitet. Und wir haben ja letztes Jahr in Berlin auch sogar einen Volksentscheid gehabt mit dem Ziel, die Immobiliengesellschaft Deutsche Wohnen zu enteignen. Und dem haben da fast 60%, also über 1 Million Berliner, auch zugestimmt. So sieht's aus im Land. Das Problem ist ja nur leider, wenn es keine bösen Vermieter mehr gäbe, die anderen Leuten Wohnraum zur Verfügung stellen würden, dann hätten 50% der Deutschen auch keinen Wohnraum. Deutschland ist ein Umverteilungsland, ist normal, das ist bei den meisten reichen westlichen Ländern so. Nur die Staatsquote, also der Anteil am Bruttoinlandsprodukt, den der Staat für sich beansprucht, die war 2021 bei 51,6%. Helmut Kohl hat mal gesagt, ab 50% Staatsquote beginnt der Sozialismus. Und jetzt ist sie aber eben erstmals seit 20 Jahren wieder so. Und es ist so, dass sich der Staat wieder mehr als die Hälfte von dem nimmt, von der gesamten Wirtschaftsleistung. Und die Leute sagen aber trotzdem, bitte nimm noch mehr. Und ja gut, warum denn auch nicht? Es trifft ja hauptsächlich die anderen. Und verstehen Sie mich nicht falsch, natürlich braucht der Staat Geld. Und ich bin auch wie jeder für innere und äußere Sicherheit und ich bin für soziale Sicherheit und dass man auch den Schwachen hilft und all diese Dinge. Und ich bin auch noch nicht mal dagegen, dass der Staat in schweren Krisen, so wie in der Corona-Krise neulich oder jetzt auch in der Energiekrise, dass er da vielleicht auch mal sehr viel Geld ausgibt, weil er damit eben den Leuten schon hilft und einen schlimmeren Schaden wahrscheinlich auch verhindert. Nur, wenn wir sagen, dass der Staat bestimmte Dinge unbedingt machen muss, dann müssen wir vielleicht auch mal drüber reden, ob er dafür andere Dinge vielleicht auch mal nicht macht oder ob er wirklich sogar auch mal spart. Weil wenn Sie einen Pflegeplatz für Ihre Mutter haben wollen und gleichzeitig eine finnische Sauna im Keller und Sie können sich aber nur eins davon leisten, dann sagen Sie ja auch, ich muss mich entscheiden und nicht, ich raub jetzt halt eine Tankstelle aus. Wir haben seit Jahren keine Debatte mehr über die Staatsausgaben, wir haben ausschließlich eine Verteilungsdebatte in Deutschland. Und in dieser Verteilungsdebatte ist es völlig verpönt zu sagen, jetzt reicht's aber vielleicht auch mal so ein bisschen mit den Ausgaben. Das zu sagen ist inzwischen schon komplett asozial geworden. Das traut sich nur noch Christian Lindner und bei dem ist eh schon egal. Dabei wissen wir seit Jahren, dass uns diese hohe Staatsquote lähmt, dass wir dadurch auch beim Wachstum zurückbleiben und dass dadurch eben natürlich auch der Kuchen nicht so schnell wächst, wie er wachsen könnte.
Aber es ist eben furchtbar einfach, vom Staat immer mehr zu fordern. Und auf der anderen Seite ist es eben auch für die Parteien furchtbar einfach, immer mehr zu versprechen. Und das ist meiner Meinung nach sogar wirklich ein übles Demokratiedefizit in einem System, das ansonsten ja ganz gut ist. Und wenn wir dafür aber als Gesellschaft nicht langsam wieder mal ein Bewusstsein entwickeln, dann fällt uns das noch böse auf die Füße. Die Wahlversprechen von heute sind die Steuern von morgen, das hat schon Abraham Lincoln gewusst, oder es sind eben auch alternativ die Schulden von morgen. Zu wenig Umverteilung ist nicht gut und ist nicht gerecht. Zu viel Umverteilung ist aber eben auch nicht gut, weil sie demotiviert, und zwar in allen sozialen Schichten, und weil sie aber eben auch die Substanz angreift. Und diese Substanz brauchen wir als Volkswirtschaft, weil es genau die Substanz ist, die Wohnraum schafft, die Unternehmen schafft, die Arbeitsplätze schafft und die damit eben auch dafür sorgt, dass es überhaupt noch was zum Verteilen gibt. Und Ungleichheit ist auch nicht schön, und es ist aber ein großer Irrtum trotzdem, wenn man glaubt, die Armen sind immer darum arm, weil die Reichen reich sind. Das stimmt vielleicht schon mal im Einzelfall. Aber wenn morgen zum Beispiel die 10 reichsten Deutschen auswandern in die Schweiz, dann wäre unsere Gesellschaft statistisch gesehen auf einen Schlag viel weniger ungleich. Nur bringen würde uns das überhaupt nichts. Ganz im Gegenteil, die Frau Klatten und der Herr Schwarz, die kaufen dann ihre Brötchen eben nicht mehr bei uns ein, sondern das tun sie dann beim Bäcker in der Schweiz. Und die können viele Brötchen kaufen. Und vielleicht ganz kurz nochmal zum Thema die Reichen und der Klimaschutz, weil das ja auch gerade durch die Medien geht. Klar ist, die Reichen produzieren mehr CO2, weil sie es ja auch können. Und es gibt ja aber eine Studie von Oxfam, dass das reichste 1% angeblich verantwortlich ist für 16% der globalen Emissionen. Und wo auch immer die Daten herkommen. Aber nehmen wir doch mal an, das stimmt. Und dass es aber gleichzeitig eben auch stimmt, dass das reichste 1% 50% vom Weltvermögen besitzt, was man ja auch immer wieder hört. Dann ist doch eigentlich sofort klar, das ist doch eine tolle Bilanz. 50% vom Weltvermögen produzieren nur 16% vom globalen CO2. Also da gibt es meiner Meinung nach nur eine einzige Möglichkeit, wie wir das Klima jetzt retten können. Sorgen wir so schnell wie möglich dafür, dass die restlichen 50% vom Weltvermögen in Zukunft auch den Superreichen gehören. Nur so schaffen wir es. Und damit habe ich jetzt hoffentlich einen Beitrag gemacht, der zumindest den Gutverdienern unter Ihnen gut gefallen hat, weil das ist ein Publikum, das kann man auch darauf ansprechen, auf die Tatsache, dass es von uns zum Beispiel auch ein Premium-Bezahlprodukt gibt, den Zukunftsmärkte Insider. Mehr dazu hier unter diesem Beitrag, da ist ein Link dahin. Und für die übrigen Hungerleider da draußen, da gibt es aber natürlich auch was, nämlich einmal unsere Woche unsere Zukunftsmärkte-Reports, und die sind völlig kostenlos. Und in dem Report morgen, da geht es nochmal um den chinesischen Parteikongress, der ja die Anleger wirklich entsetzt hat und wo wir uns die Frage stellen müssen, was ist da jetzt eigentlich passiert und gibt es bei dem Ganzen vielleicht doch irgendwie auch irgendwo noch eine Perspektive. Es ist nicht schön, was mit chinesischen Aktien gerade passiert, aber es ist ein Markt, den ich hier natürlich trotzdem, so wie ich es immer gemacht habe, auch in schweren Zeiten natürlich abdecken will. Wie gesagt, morgen geht dieser Report raus. Sie können sich einfach dafür eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Dann bis morgen. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.